Wolle man jetzt wirklich reinlassen? Na, wolle man reinlassen, okay. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber schauen wir mal. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Na, schon super. Schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, Opa ist gut. Jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Psst, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen? Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Na toll. Das wird ein Abenteuer werden. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Na super. Und was tust also, du? Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Du bist ein Flammenwerfer, du Sack. Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Wie geht? Na, tolle Aussichten sind das. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen
bestimmten Mustern. Wie geht es dir? Oder Menschen? Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Hab ich nicht gefragt. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, das sind Vampire, Chris. Irgendetwas anderes? Das ist ein Themenwechsel. Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wir erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Ich befürchte, früher oder später werden wir keine andere Wahl haben, außer still zu stehen. Die Frage ist allerdings, Die Frage ist allerdings, das Ganze ist viel zu ruhig im Moment. Sind oder waren Menschen? Steckt dann irgendwo noch ein Rest Menschlichkeit in ihnen? Scheiße. Das? Ich hoffe nicht, dass das Blut, das da unterm Sessel ist, von Josh ist. Still. Ach, shit. Die sind noch da in der Nähe. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper. Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Ja, vielleicht ist er noch hier. Mir war lieber, er wäre nicht mehr hier. Also ich hoffe, dass ich den Chris jetzt unversehrt in die Lodge zurückbringe. Ich befürchte da ja Schlimmes. Halt. Oh. Und schon haben wir's. Schon haben wir die erste Geschichte da. Das ging noch mal gut. Oh oh. Lauf! Los, los, los! Großer Gott, was ist oh Gott! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zu leicht der Ziele. Wir müssen weg hier! Oh Scheiße! Nein, 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 nein! Nein, nein, nicht Billy! Nicht Billy! Fuck! Oh Gott! Oh shit! Weg da! Nur weg da! Jetzt kann man Fersengeld geben. Das ist nicht ideal. Zum Glück haben wir noch ein bisschen länger Reaktion. Ich glaube, das wird aber dann nicht mehr lang so bleiben. Ach, nein. Ah, sie werden schon kürzer, die Reaktionszeiten. Ai, ai, noch einer. Wie oft kommt denn das Schwein noch? Ah, das war knapp. Der war schon rot, der Ring. Hey, macht die Tür auf. Oh Scheiße, das ging gerade noch mal gut. Außer dass den Billy erwischt hat. Ah, fuck. Natürlich, die geistern jetzt da draußen herum. Beute haben sie auch, den armen Billy, den ziehen sie jetzt mit. Ai, ai. Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen.
Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Shit. Fuck, fuck. Ihr wisst ja Bescheid. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Na, hoffentlich überlebt es unser Mikey-Boy. Ich weiß ja, wer hinter dem Mike steht und ihn steuert. Deshalb hoffe ich nochmal, dass wir überleben. Bis jetzt ging es ja recht gut. Den Chris haben wir auch noch mit ein paar Kratzer reingebracht. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Aha, da haben wir ein Buch anscheinend. Der Kerl ist ja richtig besessen. Naja, besser besessen und er schreibt alles auf, als wir haben überhaupt keine Information. Also dann gehen wir es einmal an. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Er wird vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Na, das klingt nicht gut. Aber da wird mir immer klarer, dass der Wendigo-Geist anscheinend Besitz ergriffen hat von den Minenarbeitern und von der... Ja, muss so sein, ja. Nur, da sind ja 18 Minenarbeiter, die fehlen, ja. 12 sind raus von 30 und 18 sind drin, also 18 Wendigos. Ich hoffe nur, dass der Billy relativ viel eliminiert hat. Schauen wir mal weiter. Was haben wir da? Das Tagebuch enthält eine Beschreibung des Wendigos. Die Kreatur ist echt und gefährlich. Wenn du das hier liest, wirst du Fragen haben, aber ich habe nicht alle Antworten. Das sind alles Beweise und Geschichten aus meiner eigenen Erfahrung.
Okay. Zum Glück hat der Billy ja nicht seit gestern schon kämpft gegen die Wendigos. Der hat also da schon einiges niedergeschrieben. Geht's da noch weiter? Ja, da geht's noch weiter. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Kree. Ihre Schamanen erzählen von Geschichten, von einer großen... Das hat alles eine lange Geschichte. Ashley. Danke. Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektiert den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Kree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Kree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Kree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Da geht's noch weiter. Na, servus. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Versteht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Buch, gib das Buch wieder her. Danke. Er ist ein Jäger, wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren. Aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Einen Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt, von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Na servus, der war fleißig, da geht's nur immer weiter. Möglicherweise kann man sich dafür schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems. Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum. Nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Kree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Interessant zu wissen, okay? Oh, nein. Was ist denn? Was steht da? Lass mich das sehen. Scheiße. Shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Das ist eine gute Idee, ist, ich weiß es nicht, Oh, Joshua, du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum
hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Sie haben mich verletzt, ich habe keinen verletzt. Was nehmen wir dafür Antwort? Also ich habe keinen verletzt, kann ich nicht ganz vertreten, denn letztendlich hat der Josh mit der Faust der Ashley ins Gesicht geschlagen. Er hat psychisch den Chris an die Grenzen getrieben, er musste sich beim Sägeblatt entscheiden zwischen seinem besten Freund und seiner Liebe. Des Weiteren musste der Chris sich die Waffe an den Kopf halten und entscheiden, ob er die Ashley oder sich selbst und die Mann dann abzudrücken, obwohl die Waffe nur Platzpatron oder leer ist. Ich meine, die psychische Belastung, fertig zu werden, dass ich jetzt in der Sekunde abdrücke und mir selbst das Leben nehme, das ist auch Verletzen. Ja? Auch wenn es offenbar keine Wunden sind, das sind psychische Wunden, die da bleiben. Nee, Josh, du hast verletzt. Sie haben mich verletzt, das wäre vielleicht noch, ich meine, die Antworten passen für mich beide nicht, aber wir müssen wählen. Sie haben mich verletzt, ist für mich das einzig Vertretbare, denn er kann sich als weitgehend verletzt betrachten, weil sie einen Spaß mit der Hannah gemacht haben, mit seiner Schwester. Die ist wieder weggelaufen, die Beth ist ihr gefolgt. Der Josh konnte ja nicht folgen. Wir erinnern uns kurz, am Beginn des Spiels liegt der Josh ja voll stockbesoffen mit dem Kopf an der Theke in der Küche. Und da stoßt ihn ja die Beth, aber außer an verschlafenen gibt er ja nichts von sich. Das heißt, an ihm ist die ganze Situation vorbeigegangen. Die Bess ist gefolgt und dann sind beide verunglückt da draußen. Aus der Sicht des Josh kann er sich verletzt fühlen, weil man ihm durch diesen makaberen Scherz die Familie, seine beiden Schwestern genommen hat. Somit ist das für mich eigentlich das Einzige. Aber ich habe keinen verletzt. Nein, er hat genug Leute verletzt. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie haben nicht geplant, dass das passiert. Das stimmt, ja. Es war Zufall. Das war sicher nicht vorhersehbar. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Da hat er recht. Es war nur ein Spiel. Es tut mir so leid. Also, vielleicht war es zu Beginn nur ein Spiel, aber aus dem Spiel ist wirklich bitterer Ernst und absoluter Psychoterror geworden. Das ist ein Spiel, das eindeutig über die Grenzen und viel zu weit ging. Nein, das war nicht nur ein Spiel. Es tut mir so leid, ist das Einzige, was für mich hier sinnvoll erscheint. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor den Tiefen der Dunkelheit. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank! Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg! Wir sind zu spät! Still! Halt! Nicht liegen! Sag Gott, was ist das? Ja! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Shit! Fuck! Dann müsst ihr es tun. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. So, wir haben die Tür verriegelt hinter uns. Das heißt, der Fluchtweg retour ist uns genommen. Oder zumindest einfach geht's nimmer. Das heißt, wir müssen den Riegel freischieben. Ich hoffe, im Sinne der Panik, die wir haben, sollte uns jemand verfolgen, vergessen wir nicht auf den Riegel. Und jetzt begeben wir uns eigentlich in die Höhle des Löwen. Da, wo wir geflüchtet sind aus dem Sanatorium, da gehen wir jetzt wieder freiwillig zurück, weil wir den Schlüssel vom Josh brauchen und wir hoffen, ihn über den Gang des Sanatoriums in die Minen zu finden.
Ich hoffe nur, dass der Josh den Schlüssel bei sich hat. Wenn nicht, haben wir ein anderes Problem. Aber ja, Probleme haben wir genug.